Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder an den Grillplatz klickt. Schön, dass ihr wieder hier seid beim nächsten Videorezept auf unserem Kanal. Um das geht's heute. Wir machen eine leckere schwäbische Maultaschenlasagne. Und wie wir das machen? Ja, gleich zeigen wir es euch. Und somit kommen wir auch ruckzuck zu einem heute nicht so prall gefüllten Brett wie sonst mit unseren Zutaten. Wir fangen hier an mit unseren Maultaschen. Wir haben ganz leckere Büffelmaultaschen von Büffelbill. Wir haben Büffelmozzarella. Wir brauchen Mehl, Buttermilch, ein dunkles Bier. Da drüben haben wir unser Gewürz, da erzähle ich euch später noch was dazu. Butter brauchen wir, Zwiebeln, Hackfleisch, Spätzle und Bacon. Solltet ihr keinen Büffelmozzarella oder keine Büffelmaultaschen haben, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann nehmt einfach ganz normalen Mozzarella und die schwäbischen Maultaschen aus dem Regal. Quasi. Wie ihr sehen könnt, gibt es bei uns in letzter Zeit immer wieder mal ein bisschen was mit Büffel. Das liegt daran, wir wollten alle wissen, wie Büffel, Wasserbüffelfleisch schmeckt. Und deswegen haben wir uns einfach kurzerhand ein Probierpaket beim Büffelbill bestellt. Und ich muss sagen, ich bereue es bisher noch überhaupt gar nicht. Außerdem habe ich euch ja versprochen, ich sage noch was zu unserem heutigen Gewürz. Das haben wir in Sindelfingen auf der Grill- und Barbecue-Messe gekauft. Da haben wir die lieben Leute von der Räucherzirbe kennengelernt. Die Räucherzirbe macht aus Zirbenholz ganz viele leckere Sachen. Zum Beispiel eine Männermarmelade, den Hönig gibt es, einen süßen Aufstrich, ähnlich wie Honig. Alles von der Zirbe und ebenso haben sie auch ein leckeres Gewürz. Natürlich, wenn ihr das nicht habt, das gleiche wie beim Büffel, macht das mit Salz, Pfeffer oder eine Gewürzmischung, die ihr mögt. Wir haben es, wir probieren es heute aus und ich kann mir das richtig lecker vorstellen. Aber extra kaufen braucht das nicht. Wenn es euch interessiert, www.räucher-zirbe.de. Zum Empfehlen ist es allemal, genauso wie der Büffel. Aber jetzt genug der Werbung. Na, normal machen wir keine Werbung, nie. Jetzt geht's ans Schnippeln. Freunde, das war es heute schon mit Vorbereitungen, genau. Wir geben jetzt den kleinen Dutch Oven hinten auf den Fozzi. So, da drin, da machen wir unsere feine Lasagne-Soße, unsere schwäbische Lasagne-Soße. Genau. Dafür kommt ihr aber mit dahinter. Wie ihr sehen könnt, während der kleine Dutch Oven unser Baby Dutch hinten auf unserem Fozzi aufheizt, legen wir schon mal natürliches Backpapier, sprich Bacon, weil Bacon schmeckt alles besser, in unsere K4. Von Petromax. Das machen wir natürlich, wie ihr von uns gewohnt seid, absolut akribisch und parallel zueinander. Schaut's mal da rein. Da könnt ihr euch übrigens eine kleine Eselsbrücke bauen. Wie ging es früher so? Ich habe bei jedem Mal, wenn ich einen Dutch Oven eingerichtet habe oder ein Rezept geplant habe mit Dutch Oven, habe ich mich gefragt, wie viel Bacon braucht man denn für diese Form? Bei der K4 ist es ganz einfach. 4 Päckchen für die K4, 8 Päckchen für die K8. Ne? Ganz einfache Eselsbrücke. Das mit dem Bacon war natürlich ein purer Zufall. Jeder Bacon ist anders geschnitten. Bei mir waren es jetzt halt gerade 4 Päckchen für die K4, deswegen meine These. Aber da bleiben wir mal dran, das zählen wir mal in Zukunft für euch. Jetzt schauen wir da mal rein. Da geben wir jetzt ein bisschen Öl rein. Und lassen das auch noch geschwind heiß werden. Da braten wir jetzt zuallererst das Hackfleisch an. So Freunde, das braten wir jetzt krümelig an und ihr schaut zu, was dabei passiert. Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt müssen wir würzen und da haben wir ja gesagt, nehmen wir unseren Beef-Zirbenrap. Jetzt müssen wir allerdings einmal gucken, was da drin ist. Zum einen ist Rinder-Rohschinken drin. Klingt auch mal interessant auf dem Rap, oder? Oder in einem Rap. Meersalz, Gewürze wie Rohrzucker, Paprika, geräuchert oder Zirbenöl kommen da zum Einsatz und das geht man da jetzt rein. Schöne grobe Konsistenz, gell? Als nächstes gebe ich jetzt mal schnell noch die Zwiebeln da rein. Da brauchen wir eigentlich jetzt auch erstmal nicht so wirklich was beachten. Die lassen wir jetzt ein bisschen heiß werden, ein bisschen andünsten. Die brauchen noch nicht einmal weich werden. Uns geht es jetzt darum, dass sie sich schön voneinander trennen.
Weil die schmoren wir jetzt im Bier dann weich. Jetzt geben wir da ein schönes bayerisch Dunkel rein. Ein Dunkelbier deshalb, ein Dunkelbier ist ein wenig eine malzigere Angelegenheit. Das heißt, wir haben keinen so einen bitteren Nachgeschmack wie bei einem hellen. Dann schauen wir, dass das ja nicht ganz bedeckt wird. Zur Not können wir ja noch nachgießen. Und unsere Buttermilch kommt ganz zum Schluss ja auch noch rein. In der Zwischenzeit feuern wir den Grill an. Wir verwenden heute wieder den Traeger Pro Series 22 Pellet Grill. Mein Schätzle, mein Schatzelspatzel. Und den heizen wir heute auf 180 Grad vor. Bloß bis wir das hochheizen können, müssen wir starten. Dafür stellen wir wie immer auf Smoke, machen einen Deckel auf, schalten den an und er fängt an, die Pellets in die Brennkammer zu befördern. Ich weiß, ihr habt es schon so oft gehört, aber ich erzähle es halt so gern. Pellet Grill ist der absolute Trend. Bei uns wird es wahrscheinlich auch bald einen neuen. Oder wahrscheinlich, bei uns gibt es auch bald einen neuen. Aber ich sage noch nicht, was für einen. Ich kann mal so viel sagen, es wird kein Weber. Ja, ihr bleibt dabei. Das Ding heizt mal hoch, es qualmt da urig, fürchtig und dann geht's weiter. Bis das soweit ist, bis der qualmt, haben wir jetzt eine Butter und ein bisschen Mehl vorbereitet. Wir wollen ja eine ordentliche Soße haben. Eine Soße mache ich normalerweise mit einer Mehlschwitze. Heute machen wir die Mehlschwitze andersrum. Die Flüssigkeit haben wir schon im Topf, die fängt jetzt das Kochen an. Und wir vermischen Butter und Mehl miteinander und geben dann einfach bröckchenweise dazu, bis die gewünschte Konsistenz später erreicht ist. So, so schaut es dann aus. Also auch nicht wirklich anders als ein Stück Butter. Nur ist da jetzt schon Mehl mit drin. Kein Geheimnis mehr, ne? Aber ein cooler Trick. Ist das nicht schön? Ja, ein paar Minuten später und schon kocht unser kleiner Baby Dutch. Der FT3. Ein Traum. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen weiter einkochen. Dazu lassen wir den Deckel leicht offen, weil wir wollen die volle Ladung Bier da drin. Wir wollen die volle Ladung Biergeschmack da drin haben. Da kippen wir lieber noch einmal ein bisschen Bier nach. Aber im Prinzip ist unsere Soße so schon fast fertig. Bibeln jetzt weich sind, ja, kommt da jetzt schwuppdiwupp unsere Butter-Mehl-Mischung da rein. Macht's einmal nicht alles am Anfang. Das könnt ihr ja immer noch reinmachen könnt ihr immer noch. Rausnehmen ist eher ein bisschen doof. So, wenn es jetzt weiter köchelt, wird die Soße andicken. Aber das seht ihr direkt. Ja? Seht ihr das? Wird direkt dick hier. Ja? Sind ein paar Schlaue da draußen. Wie heißt denn das Verfahren, das wir da anwenden? Justin. Ja. Nee, so heißt es nicht. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich glaube, ich weiß es. Sicher bin ich mir aber nicht. So, jetzt müssen wir noch ruckzuck die Buttermilch dazugeben. Alternativ, wenn ihr Buttermilch nicht mögt, gebt da jetzt einfach Sahne rein. Dann rühren wir das nochmal unter. Auch jetzt lassen wir es noch einmal aufkochen. Die Buttermilch, die muss ich jetzt auch schön noch vermischen mit unserer Soße. Ah, ein Träumchen. Zur Not gebt ihr noch ein Butterflöckchen rein. Soße fertig. Abschmecken könnt ihr sie, wie ihr wollt. Salz, Pfeffer oder leckeres Zirbengewürz. So, jetzt müssen wir natürlich stapeln. Und dafür hätte ich gesagt, zeige ich euch einmal, wie wir das machen. Ähnlich wie bei einer üblichen Lasagne stapeln wir oder schichten wir jetzt auch unsere Maultaschen-Lasagne. Erst geben wir mal eine Lage Maultaschen da unten rein. Da drauf eine Handvoll Spätzle. Drückt es ruhig an. Mir geht es darum, dass der Zwischenraum zwischen den Maultaschen und der Kastenform, dass das alles schön zu ist. Ich weiß nicht, jeder Schwabe möchte seine beiden Leibspeisen in einem Gericht sehen. Also Maultaschen und Spätzle, aber bei uns ist es jetzt halt so. Dann geben wir da eine schöne Ladung unserer Soße drauf. Ja, und dann geht die Staplerei von vorne los. Passt nur auf, dass ihr am besten mit Maultaschen endet. So, Freunde, abschließend tun wir das Ganze wieder mit feinen Maultaschen. Na, wir haben es geschafft. Eieiei, es geht nicht ganz auf, aber das macht nichts. Legen wir es ein bisschen weiter auseinander. Eine Maultasche mehr, wenn wir hätten, dann wäre es perfekt. So, und jetzt kommt der Büffelmozzarella ins Spiel. Den, ja, den gebe ich jetzt dem Flo erst einmal. Den muss ich nämlich abschütten. Benni ist nicht da. Was ist der Flo?
Habt ihr schon mal Büffelmozzarella mal so probiert? Habe ich noch nicht. Okay, der ist mal wesentlich weicher, fast schon cremig in seiner Konsistenz. Fast zu schade dafür. Ein wunderbares Aroma. Schmeckt wirklich anders als normaler Mozzarella. Aber irgendwie auch mild. Also ganz, ganz schwer zu beschreiben. Das Mozzarella-Zeug, das packen wir jetzt auf jeden Fall auch noch in unsere Lasagne. Jetzt machen wir eine schöne Mozzarella-Schicht oben drauf. Wir haben euch auch noch eine Balsamico-Creme unterschlagen, die wir jetzt ganz dezent nirgends drauf machen, die ist eingefroren. Die wir jetzt ganz dezent über unsere Mozzarella-Schicht geben. Naja, dezent liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Ne? So. Aber jetzt haben wir es wirklich. Die restlichen Bacon-Scheiben, die geben wir auch noch drauf, aber dann muss gut sein, weil sonst kriegen wir unsere K4 nie wieder zu. Eieiei, ob das gut geht, Freunde. Ich glaube ja nicht, es gibt eine Mozzsauerei, das sehe ich schon kommen. Aber geschichtet wäre, ihr braucht ja nicht ganz so viel Mozzarella nehmen. Aber er war offen, wir bringen ihn nicht weg, ich muss die nächsten Tage arbeiten. Also, was wir haben, das kommt auch zum Einsatz. So. Aber jetzt kommt das Ding ab in den Grill. Indirekt, ihr braucht keinen Pelletgrill, ihr könnt jeden anderen Grill hernehmen. 180 Grad indirekte Zone. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange wir brauchen. Im Prinzip geht es jetzt darum, dass wir alles heiß bringen, dass der Käse schmilzt und vielleicht der Bacon kross wird. Durchgegart war ja schon alles. Ja, die Maultaschen sind vorgekocht, den Mozzarella können wir so essen, die Zwiebelsauce und das Hackfleisch haben wir schon im Baby Dutch hinten auf dem Fortier gemacht. Im Prinzip heißt es jetzt eigentlich nur heiß werden, das Ziel, aber ein bisschen Kross und Bacon brauchen wir auch. Also deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir irgendwo zwischen 30 und 45 Minuten liegen werden. Ja, genau, Flo. Bis dahin. Prost, Freunde. 45 Minuten haben wir jetzt braucht. Jetzt schauen wir mal gemeinsam da rein. Wir haben Hunger. Haha, nee. Gucken sollte. Oh, ha, ein Traum. Ein bisschen übergelaufen, aber das macht gar nichts. Wir holen das jetzt raus. Wenn euch der Bacon noch nicht groß genug ist, lasst es noch einmal 10 Minuten drin. Das ist ja kein Beinbruch. Wir haben Hunger. Mein Sohn muss ins Bett. Davor sollte noch was essen. Also, wir holen es raus. Essen können wir es alle mal. Ein paar Fotos später sehen wir uns wieder. Und dann gibt es ein Fazit, Freunde. Ja, gar nicht viel haben wir gemacht. Dutch Oven halt, ne? Auch in viereckiger Form. Ich weiß, der Meinung sind nicht alle, aber ich finde, geht von ganz allein. Sobald es mal da drin ist, eine super Geschichte. Riechen tut sensationell lecker, das kann ich euch schon mal sagen, aber ich probiere jetzt einmal. Hab keine Zeit mehr für euch. Also die Maultaschen sind super lecker. Das ganze Gericht, die Spätzle, die Soße dazu, diese Bier-Buttermilchsoße, karamellisierte Zwiebeln, Hackfleisch, Maultaschen, ein absoluter Traum, eine absolute Empfehlung. Ich weiß gar nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Also, ich habe in letzter Zeit öfter Büffel gegessen, unter anderem Büffelfilet. Der Büffel schmeckt man jetzt nicht unbedingt aus den Maultaschen raus. Muss man ganz ehrlich auch eingestehen. Ne? Aber die Maultaschen sind super lecker gewürzt. Ein wunderbares Aroma. Also ganz, ganz großes Kino. Freunde, bevor es kalt wird, gehen wir essen. Meine Familie, die sitzt schon am Tisch. Der Flo, der hat schon wieder irgendwelche Fäden in den Mundwinkeln. Ne? Wir müssen also quasi, schreibt es mir mal unten in die Kommentare, ob euch das wieder gefallen hat, was wir da für euch treiben. Wir sind raus, bis nächste Woche, Mittwoch früh um 6 geht's los. Bis dahin, der AJ Barbecue und das Team, wir sagen Servus. Macht's gut, Ade. So, und wo hab denn ich jetzt Fäden im Mund?
I'm walking down the street, I'm talking about you and me. Der Sack baut mir den Grillplatz ab. Und lacht dann noch so blöd. Na gut, Bierfässle.